Schüler zu mir spricht, dann fällt meistens ein Zettel vom Himmel, wo drauf steht, was ich zu tun habe. Nein. Ich irgendwie in der Bibel lese, dass ich in der Natur bin oder beim Lobpreis Gottes Stimme höre, meistens in Gedanken. Vielfach durch die Natur, durch Bilder, die ich habe. Lieder, durch Gedanken. Oftmals habe ich ein Bauchgefühl, das mir sagt, mach es. Und dann unterwegs finde ich dann heraus, dass es passt. Und manchmal passt es vielleicht auch nicht. Aber das ist dann auch nicht so schlimm. Dass ich mit Freunden spreche, mit meinen Geschwistern, nochmal in die Bibel schaue, gucke, ob das passt zu dem, was dort steht. Dann gehe ich wieder in den Dialog mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Und manchmal bekomme ich dann die Erklärung dafür. Ich lasse stehen und manchmal bringt mir Gott jemanden vorbei, der mich genau auf dieses Thema anspricht. Diesen Fragen wollen wir nachgehen und das Thema Prophetie ausloten. Wir wollen Gottes Reden in allen Facetten wahrnehmen und das Gehörte umsetzen. Auch wollen wir uns der Verantwortung bewusst werden, was es heißt, im Namen Gottes Worte weiterzugeben. Wir wollen uns durchdringen lassen von seiner Liebe, damit wir ein Werkzeug werden in seinen Händen. Neugierig und hungrig, das Thema Prophetie auszuloten? Dann sei herzlich willkommen.